muss doch daher. So. Alles klar. Das Tape, ich erkläre dazu, das bewirkt halt, dass das Zeug da drin bleibt, ne? Dass ja alles rausbloppt und das kann nicht die Kiste da eher transportieren. Das funktioniert halt einmal. Das verbraucht sich halt, das Zeug hier, das Packing Tape. Logischerweise, ne? So, Holzkohlproduktion. Die muss ja im Grunde hierher. Ja, im Grunde müsst ihr hierher. Ich überlege gerade. Kriege ich hier Energie? Hier habe ich keine Energie hier in der Ecke. Außer ich hole es von da oben. Oder von da. Geht natürlich auch. Hoch. Dann könnte ich nämlich meine Holzkohle hier dran setzen, ne? Und nebendran den Ofen, der das brutzelt. Ich habe auch ganz vergessen, unseren Spawner da hinten hinzustellen, ne? Ja, muss ich auch mal gucken. Wenn ich es da hinsetze, wäre besser. Dann könnte ich hier direkt den Ofen machen. Dann müsste ich aber hier noch eine Leitung hinsetzen. Generell, die Leitung kommt ja sowieso weg hier. Oder nicht? Wo ist denn mein Dingsbumsbohrer hier? Ja, die kommt ja sowieso weg. Ha. Ich brauche irgendeine spurlose Lösung. Wireless-Lösung. Wireless-Strom. Nein. Dahin bitte. So. 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 Gut. Ich sehe aber nochmal die Chance, hier das Ding hier umzuziehen, ne? Den hier. Der hier. Das wäre so eine gute Gelegenheit dafür. Smelter. Ja, dürften wir hinkriegen, ne? Dahin. Ich brauche mal eben. Habe ich noch Torches? Na gut, nicht wirklich. Wir machen einfach welche. Loch hier mal flicken. So, habe ich denn natürlich noch einen Stein da und nicht viele. Aber ein paarchen. So. Okay. Den Key habe ich jetzt auch gerade nicht da. Das machen wir gleich. Das müsste ja eigentlich damit verbunden sein. Also müssten wir jetzt eigentlich. Lass mal gucken. Ja, 5, ja, perfekt. Also der Key. Ah, mein Sigtouch, genau. Das da kommt weg. Ich brauche Platz in der Tasche, ich habe keinen Platz hier. So, dann. Ich brauche einen Exporter. Einen bitte. Und ich brauche Kabel, die habe ich da. Okay. Gut. Die können auch weg. So, dann kann ich nämlich die
ihn ja vielleicht erstmal umkonfigurieren. So, und zwar. Hier ist nichts. Da ist Push. Und hier unten machen wir Pull hin. Wisst ihr, was cool wäre? Ich hätte einfach mal gerade den Schlüssel nehmen könnte. Das da mal aufschließen. Das schließe ich mal eben ab. Dann hole ich mir hier eine Böcke. Und dann schließe ich auch wieder ab. Hau die Birken da oben rein. Und dann mach's nämlich gerade so. Ups, das Loch stopfen, das geht auf Keks. Aber eigentlich wollte ich erstmal hier hochgehen und dann mit einem Exporter arbeiten. Aber muss ich ja dann nicht. Ich kann es ja auch so machen. Extrahieren. Inputen. Perfekt. So. Birke. Wunderbar. So. Jetzt kann ich hier es anders da machen. Jetzt kann ich da den Kabel da hinlegen. Ist ja kein Ding, glaube ich. Oder? Gibt es da eigentlich so ein Upgrade von wegen du bist du und du bist du? Creative Storage, Creative Vending. Ich glaube nicht, ne? Das ist normal, das ist ein Redstone, kreativ, ja, Vending, keine Ahnung, was Vending ist. Unlimited, okay. Near Infinite Storage, aha. Void Upgrade, Status, okay, nein. Ja. Eigentlich nochmal umrevidieren hier. Eigentlich. Nein, das ist das Falsche. Du bist auch das Falsche. Ich hatte doch. Okay, nochmal. Hinstellen. So. Du bist 1. Du bist 2. Genau. Die 2 soll dahin. So. Dann mache ich es vielleicht doch so. Gib mir Pipe. Danke. So, mach es vielleicht doch so. Die 2. Ich brauche ja aber wahrscheinlich Chunkloader mal mobil. Ne? Wenn ich mobilen Chunkloader mal habe, dann wäre es eigentlich nicht übel, wenn ich da einfach die Holzkohle auch da hinkriege. Nein. Doch ein Exporter, oder? Ja, doch ein Exporter. Gib mir mal hier die Holzkohle her. So. Dann, wo hau ich das hin? Da will ich ja noch eventuell erweitern, oder nur für FTL. Aber eigentlich erstmal nicht, ne? Dann machen wir das dahin. Welche warst du jetzt? Du warst die 1. Du musst dann der Leere sein, ja? Du bist der Leere, genau. Und dann kommt da auch die 2 rein. Gut. Das
benutzt man nur meinen Canola-Exporter hier. Dann kann ich mal kurz hier die Verbindung kappen. Und hier einen Exporter hinpacken mit Holzkohle. So, jetzt habe ich hier nämlich einen mobilen Holzkohle. Ja, Dings dabei. Hier passen halt 100 Stacks rein. Ich habe hier ID 2, weil ich hier ein Stufe 1, ein Tier 1 Modul drin habe, wo noch 100 Stacks reinpassen. Also nur ist gut, ne? Da habe ich 100 Stacks Holzkohle für mobil quasi. Ihr wisst schon, vom Mobil irgendwo hintragen. Ich kann nur so ein Modular Storage hinstellen, extrahieren und fertig. Fertig ist die Lauge, so, genauso wie hier. Ja, hier ist jetzt alles drin. Jetzt wird hier schon Holzkohle nachgefüllt. Ich könnte hier auch mal dem Ding hier ein Upgrade verpassen, oder? So. Brauchst nichts. Insert. Das geht auch irgendwie schneller, oder? Moment. Lass mal kurz ausprobieren. Leere Hand. Schraubenschlüssel. Ha. Und Schraubenschlüssel auf den Pfeil rechts klicken. Perfekt. So, und hier kann ich es einstellen. Doch viel schneller, oder? Jawohl. Viel, viel schneller. Wunderbar. Gut. Vielleicht haue ich mir dann hier auch noch mein Industriekraftzeug hin, wenn ich hier Generatoren stehen habe, die mir Strom machen. Das könnte ich vielleicht tun, ne? Dann werde ich das vielleicht das da nach da hinten setzen, den die Bedbox dann nach da und drunter müssen die Kabel eigentlich sein, ne? Ja, genau. Und ja, muss mal gucken. Vielleicht mache ich das sogar. Dann kann ich hier meine Industriekraftmaschine hinpacken, so ein bisschen. Weil ich würde ja gerne die Rüstung da von Industriekraft. Jetzt will ich gerne wissen, wann ich auch angefangen habe aufzunehmen. Ah, gut, ist egal. Ein bisschen Zeit habe ich schon noch. So. Wir haben jetzt hier schon jede Menge Lava. Wo steht denn da so? Warte mal, das sind diese 5000 sind 5 Eimer, ne? Also fast 5000 Eimer. Das ist ein Millibucket hier, ne? 1000 Millibucket ist ja ein Eimer. Also sprich, hier ist das Komma. Und das da vorne dran sind die Eimer, die wir haben. So viele schon. Alter Schwede. Schlüssel gerade da, da kann ich auch mal abschließen, danke. So. Okay. Das ist lustig, wir haben gerade sehr wenig Birkenproduktion. Guck mal her. Jetzt habe ich die Nase voll. So, ich brauche jetzt einen Chisel. Chisel. Und ich brauche Kobbel. Hier haben wir Rot. Das dürfte doch hinhauen. So. Ja, dann. Zu. Gehen wir auf Keks. Gar kein Platz hier. So.
Vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen einheitlicher hin. Auch wenn dieser Boden eigentlich nicht sonderlich schön aussieht.